Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Video zum Arbeitsblatt Laplace-Experimente. In diesem Video werden wir uns mit dem zweiten Teil des Kästchens Gewinnwahrscheinlichkeiten beschäftigen. Aus dem ersten Video wissen wir bereits, was man unter einem Verhältnis in der Wahrscheinlichkeitstheorie versteht und wie man Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit einem Laplace-Würfel berechnen kann. In diesem Video wirst du lernen, wie die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln verteilt sind. Dazu betrachten wir Beispiel B. Hier wird mit zwei Laplace-Würfeln gewürfelt. Gesucht ist die Augensumme, das heißt die Summe der beiden Augenzahlen. Beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln stelle ich mir gerne vor, dass ein Würfel rot ist und der andere blau. So kann ich die beiden gut voneinander unterscheiden. Bitte fülle nun selbstständig die Tabelle rechts aus und pausiere dazu das Video kurz. Wenn du fertig bist, sieht deine Tabelle wahrscheinlich circa so wie meine hier rechts aus. Hast du nun Lust auf eine Wette? Dann suche dir ein Familienmitglied oder einen Freund, eine Freundin. Wettet auf die Augensumme beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln. Gewinner ist, wer die richtige Augensumme errät. Auf welche Augensumme würdest du tippen? Überlege es dir kurz und starte dann wieder das Video. Wenn du auf Augensumme 7 getippt hast, hast du die größte Gewinnwahrscheinlichkeit. Denn für die Augensumme 7 gibt es beim Würfeln mit zwei Laplace-Würfeln die meisten Kombinationsmöglichkeiten. 6 und 1, 5 und 2, 4 und 3, 3 und 4, 2 und 5 und 6 und 1. Somit haben wir 6 Kombinationen, die die Augensumme 7 ergeben. Für keine andere Augensumme gibt es mehr Kombinationsmöglichkeiten. Das war's schon wieder. Viel Spaß beim Wetten. Danke und bis zum nächsten Video.